Hallo und herzlich willkommen zurück zu LS15, heute zu einer Neuerung, und zwar sind wir heute endlich wie gewünscht und erwartet im Forstteil angekommen im LS15. Es wurde wie gesagt einigermaßen gewünscht und ja, Anfrage war da. Und anders heute zum Männertag dachte ich, kann man was Neues bringen. Und ja, fangen wir damit einfach an und dann gucken wir mal, wie sich das so, ja, wie die Nachfrage ist dazu. Und zurzeit habe ich gedacht, dass man das einmal in der Woche, einmal im Monat, wollte ich gerade sagen, aber es wäre doch zu selten. Aber wie gesagt, einmal in der Woche den Forstteil rausbringen und sonst den ganzen anderen Parts. Gut, also wie gesagt, mal eine kurze kleine Einführung. Das ist die Standardkarte plus umgebaut. Man hat ja den Forstbezirk drinne. Und ja, das ist eine Forstmap, die ist, ich glaube, gar nicht anders. Hier ist direkt Forstmap. Den Link werde ich euch drunter setzen, wenn ihr die haben möchtet, könnt euch dann die da aus beziehen. Ja, und wie gesagt, den Schlüter, auch Mod, da hinten den JCB Mod, der Anhänger mit dem Container, ein längerer Mod, dann der John Deere hier drinne, der Skidder, auch ein Mod, jetzt hier erscheint, der Ural, auch ein Mod. Ich habe versucht, etwas so ältlich zu lassen. So russisch, sag ich mal. Dann seht ihr schon gar 700. Hier den Ural. Der Schlüter ist auch nicht gerade modern. Und der einzigste moderne Traktor ist eigentlich der JCB. Der sich auch gewünscht wurde. Genau, also der, wie gesagt, ganz paar Wünsche erfüllt heute. Und außerdem nicht der Standard Scorpion Harvester, sondern ein Walmet ist das eigentlich. Da steht zwar was anderes dran, aber ich denke mal, das wird ein Walmet sein. Komatsu. Und ja, wie gesagt, heute ist es dran. Wir müssen ein Waldstück von Birkenbewuchs befreien, der dann eben die Fichten hindert, ordentlich zu wachsen. Deswegen müssen wir die Birken da rausfällen. Und dann machen wir uns mit den Kasimon auf den Weg und tun dann schon alles vorbereiten. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen. So, Runde leuchten an. Hinten dürften sie auch an sein. Genau. Und dann... Ah, es geht schon gut los. Dann fahren wir mit der Kiste da runter. So, mit dem Pilkurs und Bogen holen. Ja, schöne Sache. Dann tun wir den ja schnell ordentlich drauf machen. Ja, vielleicht vergessen anzugurten. So. Ich habe nur probiert, rückwärts hinzufahren, drauf zu fahren. Aber das geht ja gar nicht. Deswegen muss man probieren, dass wir ihn hier vorwärts drauf kriegen. Was schon schwer genug ist. So, jetzt tun wir die Sache gerade hinstellen. Dann fahren wir vor und dann können wir uns noch weiter absenken. Und da haben wir die Sache gerade unterm Häuser drunter. So etwas unrealistischer, dadurch lässt sich besser handeln. Auf dem Anhänger. So. Können wir zuklappen. Rundum leuchtet wieder an. Und hoffen wir mal, dass er drauf bleibt. So, ja, wie gesagt. Unser Plan ist die... Na, ich will es nicht sagen, Verjüngung, aber... Instandsetzung, sagen wir mal, von dem Forst... Von dem Waldgebiet, Waldstück. Von dem Forstbezirk. Und... Da werden wir es vorbereiten, wir werden die ganzen Maschinen runterfahren, Schilder aufstellen, die ganzen ganze Sachen da nebenbei. Oh Gott, wir bremsen, das schiebt ordentlich. Ah ja, war ganz schön matsch auf der Straße. Aber der K700 leistet da seine Dienste und der zieht den durch. Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Ich gebe gar kein Gas, aber bremsen müssen wir trotzdem.
So. So, und hier nebenan ist nämlich schon das Waldstück. Da sind, wie gesagt, Birken drinne und die werden wir hier raus sägen. Oh, das Kampf wird doch ganz schön. Im Schlamm hier drin. So, hier haben wir ein kleines Feld und eine kleine Wiese, da können wir unsere Maschinen hinstellen. So. Und ihr seht, wie gesagt, da drinnen die ganzen Birken. Und das ist natürlich schlecht für den Wald. Da die Birken alle viel schneller wachsen als die ganzen Nadelhölzer. So, lassen wir den so stehen. Tun wir noch aufklappen. Zack. Den brauchen wir noch nicht. Wobei, eigentlich können wir doch schon mit runterfahren. Das kleine Stück, das schafft er auch so. Brauchen wir erst den Tieflader abladen. Nur den Harvest habe ich halt noch draufgelassen, weil der noch vom von der Werkstatt, also vom Händler noch so war. Deswegen dachte ich, lässt ihn gleich drauf. Das macht auch nichts. So, da fahren wir die Karre schnell runter. Und dann sammelt ihr mal, tun wir die Maschine auf der Wiese sammeln. Ich weiß gar nicht, ob wir den Skitter jetzt auch noch holen. Ah, ich glaube, den können wir erstmal oben lassen. Was wir noch holen können, ist den Container. Und da holen wir noch so einen anderen Container mit dem für Hackschnitzel. Da wir, ich glaube, eher Hackschnitzel machen als oder fahren wir den erstmal immer hier vor. Wenn wir lieber Hackschnitzel machen als ins Sägewerk, weil die Birken sind da eh nichts wert. Und von daher, ja, den erstmal lassen. So, hier haben wir unseren kleinen Jeep, der eigentlich vor unserer Bude steht. Und ja, dafür haben wir auch noch kleine Schlimme mit hin. Den Preis sind von denen, den wollt ihr gar nicht wissen. Eieiei. Ja, dafür hat er ganz schön was drauf. So. Eine 97er lang, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haha. Driften kann der auch. Gut, dann lassen wir das noch da oder fahren wir auch gleich mit runter. Ach was, wenn wir da immer dabei sind. Fahren wir den mit runter. Die Runden möchten sie noch gar nicht übertrieben. Aber naja, was soll's. Passt schon. Besser als gar keine Rundenleuchte. So. Ja, dann wird es halt eine kleine Vorbereitungsfolge. Und vielleicht machen wir auch schon den ersten Cut, wir werden es sehen. Also Cut in dem Sinne von Holzfällen. So, alles durch den Schlamm ziehen. Alles der Oral. Klingt das alles sich. Den hier noch mitnehmen. Der Klang, der ist einfach einmalig. Der gefällt mir auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Kann auch die Runde Leuchten anmachen. Und das arme Ding muss auch durch den Schlamm. Aber schafft er schon. So. Das sieht aus.
Das ist eine coole Sache. Mal was Neues oder Abwechslung oder wie rum. So, den Container. Das ist jetzt die Frage, wo wir den hinstellen. Ich würde sagen, den stellen wir jetzt einfach mal hierher. Und zwar so. Mich kurz überlegen, was die Tasten hier waren. Aha. Das ist cool, wie er den Motor hochfährt. So. Dann packen wir den schnell her und dann holen wir noch so einen anderen Container. Also einen richtigen Container. Dieser ist so eine Holzlader. Und da kann man die ganzen Holzreste reintun. Oder falls es doch ein paar coole Stämme gibt. Oh Gott. So. Und dann tun wir noch schnell zack, zack. Dahin. Küpper war es, ich glaube. Genau. Ach Mist, haben wir die falsche Farbe. Na gut, das passt schon. So, dann können wir schon mal losfahren. Ich denke mal, es ist ein Foto wert hier. Voll der Holzeinsatz. Das kann aber was werden. Setzen wir uns wieder rein. Ah, hier stehen ganz Baubürgen drin, die wir rausnehmen müssen. Und ich weiß gar nicht, ob wir auch Rückegassen machen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Entweder ist Platz dazwischen oder wir müssen dann auch in die eine oder andere Fichte doch mit kappen. Wir werden es sehen. Muss auch gucken. Also hier steht noch massig voll Holz rum. Hier werden wir auch mal einen ganzen Holzeinschlag machen. Und nehmen wir bloß Aufforstung oder Verjüngung, sondern wie gesagt die ganze Holzernte. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Jetzt kann man eigentlich schön ausklappen. Da steht er schon. In Olivgrün. So, und wieder drauf mit der Kiste. Das ist schon cool gemacht. Ich hatte den vorher noch gar nicht ausprobiert. Aber es ist schon echt cool. Wie das so umgesetzt wurde mit der ganzen Technik. Schnieke, schnieke. Na gut. Halt mal den drauf. Und die können wir eigentlich erstmal drauf lassen. Oder stellen wir den mit hin? Und holen einen neuen Container. Ah, schwierig, schwierig. Naja, wir werden es sehen. Das ist natürlich auch cool. Wenn man den an den Seitenrand den Container hinstellt, vom Feld muss er nur immer plus hier häckselgut sein. Vom Feld den Container hinstellt, dann Getreide reinlädt. Und man kuppelt einen anderen Container an und fährt den wieder weg. Das ist schon echt cool. Da kann man ein bisschen Geld sparen. Da muss man den kleinen ganzen Hänger zukaufen. Und vor allem, wenn es da noch andere Module gibt, ja. Das ist praktisch. Ich glaube, Güllewagen gibt's. Das glaube, könnte sogar sein, dass es auch dafür Güllewagen gibt. Bin mir ganz sicher, aber. Das könnte sein. So, fein blinkern. Gut. Pass auf, die Stimme ist mit der her, dann haben wir den.
Dann haben wir den mit hier und dann kann er erstmal gestohlen bleiben. So lange, bis wir den halt brauchen. So, zu gucken. Ist schon echt cool. Coole Sache, coole Sache. So, den stellen wir jetzt Asbesten her. Denn wir müssen jetzt noch beschildern. Autofahrer warnen und sowas halt. Und dafür gehen wir her. Platzierbare Objekte dürfte es sein, genau. Forstarbeiten betreten verboten, Holzfällung Durchgang verboten. Rotieren, rechts, links, so ja. Dann machen wir das einmal so. So hier. Dann mal dahin. Und einmal. Hier, ja. So, und dann hatten wir jetzt, was hatten wir jetzt? Mist. Hatten wir jetzt das oder das? Mal kurz lesen. Forstarbeiten, Holzfällung. Okay, das dürfte jetzt der richtige sein. Dann machen wir das so. Und hier stellen wir immer noch eins daneben. So. Und dann noch ein bisschen Absperrung. Ja, das war schon richtig. Schon cool, wenn man so ein paar Objekte hat und das dann damit verdeutlichen kann. Zack, ein bisschen. So, jetzt kann man das hier reindrehen. So. Das blöde Bild mit der Sicht hier. Ich denke mal, das wird vielleicht schon reichen. Denke ich doch zumindest. Sehe ich wieder nichts. So. Kann man denn hier auch... die Karte, wenn die kommen nicht rein, ne? So. 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 Jetzt sehe ich wieder nichts. Oh, ist ja gar nicht, ist so gar nicht so schlecht aus. Na? So, dann haben wir es gleich. So, dann machen wir dann wieder eine Einfahrt. Ist auch mal cool, sowas zu organisieren, will ich schon fast sagen.
hier machen wir zu. Kommt keiner vorbei. Rein theoretisch. Ja, ich würde sagen, so lassen wir es eigentlich. Können wir uns eigentlich lassen. Wir können bloß noch fix ein kleines Holzcamp aufbauen, sowas, sozusagen. Dass man sag ich mal hier so. Den Bauzaun hinmachen. Und da haben wir drinnen wieder in unsere ja unser Gebiet, wo wir halt dann unsere Maschinen stehen lassen können und sowas. Da gucken wir mal, ob wir sowas wie ein auf sowas wie einen kleinen so einen Wagen gibt, wisst ihr, wie ich meine? Wo man da drinnen sitzt und dann so ein kleines Feuer dann hat und sowas. Sowas meine ich. So. Ah, das war so ein bisschen blöd mit den Containern. Ah, na, das tun wir schon zur rechte Rücken. Wenn wir die ankuppeln wollen. Das klappt schon. So. Und dann würde ich sagen, sieht das schon echt gut aus. Ah, doch so rum. So. Dann lassen wir das da jetzt durchfahrt. So, dann haben wir jetzt gleich unser Areal hier. Gut, sieht zwar nicht gerade so gerade aus. Aber es geht schon. Das können wir damit besser machen. Ja, mal sehen. Vielleicht kann ich es dann noch machen. Wenn ich das, ja, Einzelspiel oder machen, wenn ich mehr Zeit habe. Den Zaun nur bauen. So, dann lassen wir das mal stehen. Den Kollegen. Und den Kollegen. Kollegan. Nee. Den tun wir jetzt ein bisschen auch herstellen erstmal. So. Ist so eine kleine Bude, das ist ja echt geil. Ist da, wie ich meine, so eine kleine Zwischen... wo man so drinnen sitzt halt und sich aufwärmen kann. So ein Achser. So eine Baubude. So eine. Das wäre echt genial jetzt. Na, ja, gucken wir mal, ob wir sowas finden. So, Kollege, du musst... Kannst du erstmal, ja... hier oben hin. Ah, die kommen erstmal hier oben hinstellen, es geht auch. So. So, Major, und du kommst auch erstmal runter. So, schiebt den ganzen Eingang vor. Und der Zaun sieht gut aus. Der ist schön in der Reihe. Ah, der oft zu ist, dann mache ich den gleich nochmal. Und der auf der Seite auch. Ja, mal sehen. Gucken. So, dann stellen wir es mehr her. Flupp. Den brauchen wir es nicht. So, den Kollegen. Mit Tieflader. Den könnten wir an den Rand stellen. Fahren wir eine Runde rum.
oder neben den Schlüter. Oder draußen hin. Das ging vielleicht auch, das stellen wir lieber draußen in das Riesenteil. Das ist schon cool. So macht das auch mehr Spaß, wenn so realistisch macht, anstatt einfach bloß mit dem Kettensäge oder irgendwas in den Wald zu rammeln und dann... Ups. Ja, jetzt werden wir sagen, dass wir stecken bleiben. Aber die Russenpower, die macht das. Auf jeden Fall. So, dann haben wir ein neues Holzlager aufgebaut hier. Das freut mich echt gerade. Gute Idee gehabt. So. Dann tun wir den Tieflader, lassen wir da stehen. Stört ihn keiner. Und hier Mr. Kasimir. Kasimundert. Mehr herkommen. So, und wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann endlich oder ja, anfangen halt den Wald zu säubern, sage ich mal, das Unkraut zu entfernen, die Birken rausnehmen mit dem Harvester. Und er fragt überhaupt, ob das überhaupt geht und so weiter. Ja, es geht, und wer fahren will oder es sehen will, der sollte dann wie lieber einschalten wieder im nächsten Teil. Und bis dahin, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, danke fürs Zuschauen.